Welcome back zur weiteren Folge Feed the Beast. Wir bauen mal hier das Wasser ein bisschen um. Weil ich denke, dass wir hier gleich eine bessere Wasserversorgung brauchen können. Das heißt, der ganze Gerüffel mal weg. Habe ich Platz? Ja. Du auch weg. Hier ist ein bisschen Lichtmangel. Schnitzelwut. So ist besser. Lass mal sehen, genau da. Okay. Maximum holt man raus, indem man jede Seite Wasser steckt. Das heißt, wir machen das so. Torch kommt wieder weg. So, so, so. So. Einmal ringsherum. Da jetzt ein Wasser hinpacken. Da jetzt ein Wasser, haben wir hier eine Endlosquelle. Voll gut. Dann kommt unser Aqua-Akkumulator hier hin. Und da floaten wir weg. Das war nicht ganz der Plan. Hier dicht gemacht. Müssen wir gleich mal zusehen, dass wir da wieder Licht hinkriegen. So, du da. Du da. Jetzt hat er maximale Kapazität. Und er ist da oben angeschlossen. Muss man sehen. Hier, das, das, das und das muss nicht. Ich habe erwartet, dass er eigentlich mehr Wasser rausspuckt. Naja, lassen wir ihn erstmal laufen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo das Wasser hingeht, was er da gerade rausspuckt. Vielleicht macht er Obsidian draus oder so. Wer weiß. Dann mal ab nach oben. Ich dachte, was wir nämlich mal machen können, ist, dass wir noch Wasser und Lava als Flut dazu kriegen in unserem ME-System. Das wäre doch mal ein Highlight. Dazu brauchen wir diese Cirtis Tanks. Dazu brauchen wir Cirtis Glas. Nehmen wir uns einfach mal einen guten Schlag. Cirtis Tanks. Habe ich keine Kabel? Hier habe ich noch Tagkabel. 4, 1, 2, 3, 4. Passt. Jetzt brauchen wir natürlich diese Fluid-Dingenskirchen. Die hier. Dazu brauchen wir 2 Kabel. Haben wir. 1, 2. 2 große fette Tanks. Das da. The Fluid Duct. Die kostet ja nichts. Du und du kannst mal wieder weg. Du kannst weg, du kannst weg. Du und du und du. Essen, 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 essen. Das regeneriert echt viel. Also, hier hätten wir einen Wasseranschluss. Der von unten kommt, was wir gerade da gebaut haben. Und da hätten wir Lavaanschluss. Das ist jetzt die Frage, wo wir eine Tanks hinbauen. Ich würde sagen, wir packen hier mal so Wasser. Füllt sich der? Oder gucke ich da gerade durch? Ich weiß nicht, ob der sich füllt. Lava hätten wir hier. Das packen wir mal.
Vielleicht sogar noch hier vorne. Du kommst weg. Kommt hier ein Loch hin. Müsste das sich jetzt nicht mit Lava füllen? Funktioniert das mit Fluids nicht? Genauso wie das langsam mit Wasser voll sein müsste. Ha. Muss ich die von oben anschließen, damit die funktionieren? Ja, muss ich. Scheint es da hinten anders zu funktionieren. Die Maschine scheint woanders zu gehen. Axt. Axt, 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 Axt. Kommst du, Chest, mal versetzt. Und dahin. So, wieder auf Output. Kommst du so... So, dann füllst du dich langsam. Und ich muss dich dann natürlich dementsprechend auch so anschließen, damit es funktioniert. Solltest du dich auch langsam füllen. So, den ganzen Griffel jetzt von unten anschließen. Der Lava-Tank will auch noch zwei weitere haben. So, wo kommst du her? Top, top. Sieht irgendwie alles nicht so aus, als wenn es funktionieren würde. Wo bleibt meine Lava? Jetzt mal sehen, wenn wir uns ein Bucket hiervon nehmen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ich kann mir nirgendwo ein Bucket davon nehmen. An. Irgendwie fehlt mir jetzt ein Tank. Der flottet da oben. Mist. Mist, Mist. Ich brauche da drüben mal einen Runtergang. So. Reißen wir die Konstruktion nochmal ab. So, so. Okay, 1, 2, 3. Immer das Ganze hin und her gelaufen. Nervig. Von nichts. Du bist doch voll mit Lava. Kann es sein, dass der Durchfluss so extrem gering ist, dass sich das nur so langsam füllt? Du bist auf jeden Fall voll. Bei dir passiert irgendwie nicht viel. Also so eher gar nichts. Kommt dir so wenig Lava an, oder... Ich meine, in der Theorie müsste doch hier ein Ultra-Durchfluss sein. Hier geht die Leitung lang. Der wird ja auch die ganze Zeit fröhlich versorgt. Der wird doch nicht die ganze Lava abzapfen, oder? Dem fehlt das aber auch. Der hatte auch gerade Mangelware. Produzieren wir so wenig? Oder ist die Durchflussrate einfach so extrem gering von diesen Fluid Ducts? Mal sehen, was unsere Lava-Produktion da hinten sagt. Die sagt, sie ist überall leer. Wir produzieren tatsächlich so wenig. Das heißt,
Dieses Riesengerät produziert nicht genug. Das Obsidian-Teil wird wahrscheinlich die ganze Lava auffressen. Das verbraucht ja echt eine Unmenge an Lava. Was hat unser Obsidian? Nicht mal ansatzweise voll. Naja, Lava brauche ich gerade eh nicht wirklich wichtig. Brauche ich gerade eh nicht wirklich wichtig. Gott, was für ein Deutsch. Das Wasser interessiert mich eigentlich gerade viel mehr. Aber hier die zwei. Das ist jetzt die Frage. Spannende Frage, wie wir da... Das müsste doch eigentlich auch gehen, wenn ich das einfach so mache. Muss ich da doch nicht von unten dran hucken, oder? So. Mal sehen, haben wir jetzt Zugriff auf Wasser und Lava? Das ist das Interessante. Haben wir. Voll gut. 5 Midi-Buckets, 128 Buckets und unglaublich viel Milch. Dann wollen wir doch mal... Wollen wir doch mal ein paar Crafting-Rezepte machen. Crafting-Rezept Nummer 1. Ich möchte ganz gern, dass du kannst, wie du das machst. Ich möchte ganz gern... Water... Generell mal so ein paar Rezepte aus dem Mod. Palms, Harvest, Craft, Base. Dich. Dich. War das dann doch mit dieser Milch? Nehmen wir das mal für den hier. Wenn ich ihm jetzt sage, Milch mit einem M, mach mir mal Milch. Dann Milk Bucket. Müsste er da nicht wissen... Fehlen ihm Buckets, um das Ganze zu verwirklichen? Hm. Crafting mit diesem Liquid-Zeug. Extra Cells. Brauche ich da noch irgendwas? Extra Cells. Zusammengeschrieben. Mal sehen, was bringt uns denn der Mod alles? Abgesehen davon, dass es ein Virus dabei ist. Interessant. Fluid Storage Monitor, uninteressant. Haben wir. Der ist auch uninteressant. ME Drive, Fluid Interface. Das ist einfach nur ein Upgrade von diesem Interface. Fluid Level Emitter, Backup Battery, Item Dropper, Solidary Station, Terminal, Fluid Void, uninteressant, D3, ja. Oh! Ne, ME Fluid Crafting Chamber. Okay, die scheinen wir zu brauchen. Das heißt, wir werden mal den hier aufbrechen. Und so eine Chamber greifen und die durch eine Fluid Crafting Chamber ersetzen. So was, das machen wir gleich mit zwei. Ich denke mal, wir haben genug Chamber drin, dass wir da unbegrenzt craften können. Eine Fluid Chamber. Die mache ich so. Davon habe ich nichts. So, vier davon. Der Tank ist eher... Da habe ich gerade ein paar verbaut. Habe ich keinen Search of Scrubs mehr? Du bist mich doch wohl. Okay. Ah, ich habe keinen Pulverized Nether. Top, 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 top. Wir craften mit Fluids. Das habe ich auch noch nie gemacht.
So, 1, 2, 3, 4. Unsere guten Fluid-Tanks. 1, 2. Die 2 Crafting Chamber. Zack, 2 Fluid Crafting Chambers. Da und da. Draußen ist gerade Feuerwerk. Ja. Das war anscheinend nicht so, wie ich dir gedacht habe. Die haben auch nur 9 Slots. Muss ich dafür extra einen eigenen CPU craften? Oder wie funktioniert der Spaß? Eine ME Fluid Crafting Chamber. Oder bist du alleinstehend? Habe ich mich getäuscht und du gehörst gar nicht in den Kasten hier rein, sondern bist Single? Also unabhängig? Kann das sein? Es würde sogar Sinn ergeben, weil dieser Crafting-Teil ist natürlich so ein... Okay, dann brauchen wir noch wieder 2 Crafting-Chamber oder 2 CPUs. Ich mache einfach mal 2 CPUs fürs schneller Craften. Ich glaube, wir haben genug Crafting-Teile. Wieder vollständig. Das ist jetzt natürlich die spannende Frage, wozu packen wir den hin? Okay, er reagiert. Das ist jetzt die Frage, wie sieht so ein Rezept aus? Was muss ich dafür tun? Milch werde ich jetzt nicht einfach so craften können. Sag mal, wo sind unsere Rezepte hin? Oh, verdammt! Einer der Chambers war anscheinend. Okay, habe ich hier wieder gekriegt. Milch? Nothing happened. Ein Bucket. Ein bisschen rumexperimentieren. Ein Milk Bucket. Nein. Was ist denn das? Also ich kann jetzt im Inventar reintun. Den hier mal raus, sonst ist der verwirrt. Wieso tippe ich so auf den Milk? Dich mal abbrechen. Das heißt, immer wenn man was aus einem Bucket craften will, kann man das damit machen. Nochmal probieren? Ja. Das funktioniert. Sehr geil. Das heißt, komm mal her, Wasser. Dann kommst du auch hier rein. Fresh Water. Blub. Wasser. Dann können wir mal eine Runde mit den Crafting-Rezepten weitermachen. Was war das? Palms irgendwas? So, Butter, das braucht Salz. Wir müssen mal das Salz... Ich glaube, das machen wir als nächstes. Salz ist... Salz müsste doch auch so gehen. Wenn ich das hier hinpacke, sagt er mir schon, ich kann so Salz machen. Voll gut. Damit haben wir Salz. Muss ich erstmal Salz herstellen. Crafting Chamber 2 ist... Du kannst mal geklärt werden. Shift-Rechtsklick klärt die Dinger übrigens. Für jeden, der das noch nicht weiß. Und warum habe ich meine Axt jetzt reingeschmissen? Ah, vor allem, wie soll habe ich das Ding genannt?
Da, Holz entfernen Ding. Okay. Macht Sinn. Salt. Ein Salt. So, du sollst das Salz und die Heavy Cream. Perfekt. Wieso ist er noch Palms? Heavy Cream. Nicht die Milch, die Milch. Damit haben wir Heavy Cream. Irgendwas Wachs habe ich nicht. Lass mal sehen. Irgendwie hätte ich gedacht, dass es mehr Rezepte gibt. Es gibt doch noch einen ganzen Haufen Rezepte. Wo sind die denn alle hin? Eine Presse. Mayonnaise. Mit Eiern. Cornmeal. Nein. Was suche ich denn? Wir haben doch gelernt, wie wir zig Sachen Cheese. Was ist denn zum Beispiel mit Cheese? Wieso finde ich mit über Palms Gedöns den Cheese nicht? Hangar Overhaul. Weil es da noch einen Mod gibt. Cheese ist Milch. Salz. In einem Pot. Okay, Heavy Cream. Da und da. Das ist ein gutes Sandwich. Oh je, das macht eine ganze Menge. Wir können ja mal beim Quest gucken und da ein bisschen Fortschritt machen. Aber ich würde sagen, das machen wir nächste Folge. Wir haben Fluid Crafting. Yay! Wir können mit Fluids craften. Nice! Gut, see you later. Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat... That's impossible. That's impossible. But that's impossible. But that's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.